Antonia, ist das nicht ein tolles Urlaubsparadies hier? Wie wollen wir es nennen? Geil, geil, ja. Fesch. Passt. Das Ding ist, ich habe halt wirklich vor, das kann ich jetzt hier einfach mal ganz kurz sagen, Leute. Grinden wir mal rein in Craft Attack, Alter. Gucken, was hier abgeht, Alter. Lull. Was zum... Was ist... Was ist hier passiert, Alter? Was geht hier ab? Antonia, Alter. Eine Flitterwochenschatz. Ich hab schon mitbekommen, dass du das gebaut hast. Und ich hab's vielleicht auch schon gesehen, aber ich habe immer versucht wegzugucken. Die Yacht? Man stört das Brautpaar ja nicht bei den Flitterwochen. Doch. Du bist doch der Angestellte, oder? Eben, ich versuche mich hier gerade irgendwie loszureden. Mein PC hat Probleme. Du bist doch derjenige, der angestellt ist. Ich kann ihn nicht hören, mein PC stürzt gerade ab. Ne? Gut, Toni, bring gerne eine Enderkiste mit. Wir fahren los in die Flitterwochenschatz. Eine Enderkiste mit? Aber was soll ich denn da reinpacken? Viel Spaß. Dankeschön. Und alles, was du für nützlich hältst. Okay. Pass auf, Antonia, wir machen aber so ein Erlebnis-Flitterwochen-Ding da draus, ja? Okay. Ja, dann lass mich mal gucken, dass ich alles einpacke, was wichtig ist. Wir suchen uns nämlich ein tropisches Paradies in der Nähe und bauen unser eigenes Urlaubsresort, dachte ich, weißt du? Das klingt sehr gut. Dann packe ich erstmal meine Sachen. Hast du eine Elytra dabei? Ja, natürlich, Alter. Sehr gut. Hast du noch Raketen dabei, Alter? 18, Alter. Kannst du noch mehr bringen, Alter? Ich kann noch ein paar craften, Alter. Toni, ich gehe nach Madeira im Februar. Bist du da? Nee. Im März? Nee. Okay, Mai wieder, wahrscheinlich. Toll. Überleg gerade, einen Monat zu machen in Madeira. Echt? Ja. Alter. Das wäre mal saugeil, Leute. Guck mal, Leute, dieser andere Whirlpool. Aber wenn du einen Monat auf Madeira machst? Würdest du schon noch rumkommen, oder? Maybe, ja. Ich sitze auf der Yacht. Ich warte auf dich. Ich bin auf dem Weg. Im Wandschrank. Ich hab in meinem neuen Home habe ich einen Wandschrank, wo man legit reingehen kann. Also das ist der Beste. Würdest du darin fashion? Ja, ich sag mal so, es wird ein bisschen eng, aber man könnte darin fashion. Komm mal hier rein, komm mal das Wetter hier, Antonia. Wo kann ich denn rein? Von hinten? Ja. No sexual. Kann ich bei dir auch von hinten rein? No sexual. Perfekt. Das Ding ist ja, das Wetter ist ja hier sauschlecht bei uns und so und ich dachte mir ganz ehrlich, wir chillen jetzt erstmal ein bisschen. Komm mal mit hier. Ja, ist schön hier, schön hier. So, ich dachte mir, wir setzen uns jetzt halt hier bei dem schönen Wetter mal in den Whirlpool. Ja. Komm dazu. Schön. Ne, setz dich ins Boot rein. Ist das nicht cool? Das ist sexuell erotisch. Richtig. Ja, warte. So. Ja, Antonia, was soll ich sagen, Mann? Ich freue mich auf jeden Fall wirklich drauf. Die Yacht ist noch nicht ganz fertig, deshalb müssen wir leider Gottes mit dem kleinen Beiboot hier fahren. Aber vertrau mir, wir fahren jetzt zusammen in den Urlaub und werden eine richtig geile Zeit haben. Einmal aussteigen, okay. Die Yacht ist, kriegt bald eine Einweihungsparty. Und jetzt musst du einfach nur bei mir zusteigen und wir fahren los in die endlosen Weiten. Ja? Okay. Steig ein. Wir haben natürlich keine Betten dabei. So gut sind wir vorbereitet. Ja, Antonia, Mann, ich freue mich, Alter. Wie lange sind wir jetzt verheiratet? Es ist insane. Also. Wie lange sind wir schon verheiratet? Ja. Ich gehe vorne kurz in dänische Bettenlager. Länger als manche andere. Also, ich würde sagen, jetzt schon eine Woche. Ist das eine Vagina eigentlich hier? Das hier? Ja. Nee, ist eine Muschel. Eine Muschel, alles klar. Gut. Muschel. Dann rein ins Boot, meine Teuerste. Und gib mir den Steuerhaken in die Hand. Ach, und rein ich. Da. Ich freue mich wirklich so, ne? Es wird so ich schön. Ich freue mich auch. Ja, es ist wirklich toll. Ah, hier vorne ist sie schon. Die tropische Insel, die ich uns rausgesucht habe. Die tropische Henkeninsel. Und der Henkenberg, ne? Und Henke. Ja. Okay, da können wir nicht hinfahren. Ist das dann ein Vaporizer da oben? Das ist eine Shisha. Ist dein Haus eine Shisha? Ich glaube ja. Okay. Lass uns gar nicht drüber reden. Wir fahren einfach weiter und lassen das alles hinter uns, den ganzen Stress aus der Stadt. Wir haben bald ein wichtiges. Oder hatten wir vielleicht sogar schon? Ich glaube, wir hatten es schon. Antonia, wichtig ist doch einfach, dass wir eine tolle Zeit haben, oder? Wirklich, darum geht's doch, Mann. Darum geht's doch. Und ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich hier, während ich fahre, noch am Essen bin. Nö, das finde ich gut. Ich baue so ein richtig schönes, so Malediven-mäßiges Stelzenhaus, ja? Ach, Antonia. Hab es in Rosenbusch geholt. Ist das nicht unglaublich schön hier? Hier kommt der Rosenbusch. Wie wir hier einfach... Hallo? Bubble. Ja? Rosenbusch. Sag mal, Apfelmus? Apfelmus. Gut, wenn du das nicht sagen kannst, dann hast du einen Schlaganfall. Rosenbusch. Ja, Rosenbusch, genau der. Rosenbusch. Guck mal, ist das so von der Größe her genehm, die Dame? Wenn man das so ungefähr so... Ja, oder? Ist sehr gut. Hast du eine Enderkiste dabei? Nee. Echt nicht? Nein. Hab ich doch gesagt, du Bot. Hab's vergessen. Antonia, Alter, ich will jetzt nicht zurück... Soll ich eine holen, schnell? Ich war zu aufgeregt, da hab ich nicht dran gedacht. Ich glaube auch, Antonia, ich habe da gehört, dass du schwanger bist. Wie, das ist richtig. Wer hat es erzählt? Da müssen wir jetzt kein Geheimnis drum machen, das stimmt tatsächlich. Ein Vöglein hat's mir gezwitschert. Hast du Bock, nochmal ein eckiges Kind rauszupressen, Alter? Sehr, sehr gerne. Wird nice. Die anderen sind ja auch alle auf mysteriöse Art und Weise...
Ja, aber da konnte keiner was zu von uns. Wir waren an sich, waren wir sehr, sehr gute Eltern. Hm, ich würde sagen, dass da Pettit auf jeden Fall eine große Mitschuld trägt. Das ja, ist definitiv. Auf jeden Fall. Alter, so eine wunderschöne Bucht hier, springen Delfine rum. Ach, Toni, Alter. Das ist echt eine schöne Bucht. Also es ist wie Madeira sein könnte, wenn es im Katalog steht. Was willst du von mir, Alter? Was willst du von mir, Bro? Du hängst die ganze Zeit, guck mal, ich nehme dich hoch und dann gehst du wieder weg. Ich verstehe dich nicht, Junge. Ich verstehe dich nicht. Willst du einfach nur meine Nase lecken, Alter? Oh, Baby, du bist so süß, Mann. So ein kleiner Schatz bist du. Ich kann dich hier gerade nicht gebrauchen, Alter. Das musst du jetzt lernen. Da wir jetzt hier eine Ender-Chest haben, habe ich natürlich Zugriff auf meine Diamond-Equipments. Mhm. No flex, aber Ich bin reich. Wie gefällt dir das Haus bis jetzt? Sehr, sehr schön. Dach wolltest du gar nicht, ne? Hast du gesagt. Hast du eben doch, aus... Dach wäre ganz schön, aber... Ausdrücklich hast du gesagt, du möchtest kein Dach haben. Kein Dach. Auch am besten keine Wände. Mhm. Dass alle zuschauen können. Ja. Ja, und sonst, ja, Betten wären noch ganz gut. Ja, ich liege. Warte. Nochmal. Oh, RIP. Das war jetzt belastend. Oh. Das war schön. Hier, Plazenta. Ja, ich hab ungefähr einen Plan. Pass auf, also ich möchte das Haus contemporary modern bauen. Ja, das ist so ein bisschen, so, es soll sehr tropical vibey aussehen. Hast du Tropenholz dabei eigentlich? Ja, bei Siblings. Das ist noch relativ schwierig hier vorne. War mal ein Lager von Al-Qaida. Die haben sich hier selbst radikalisiert. Musst du aufpassen. Okay. Wie macht man Fässer, Alter? Barrel. Weiß ich nicht. Barrel. Barrel. Barrel Minecraft, Alter. Barrel. Ah, hier. Ah, so. Ah, ja, okay. Barrel gibt's aber nur in einer Farbe. Barrels. Barrel. Embarrassing. Entschuldigung. Ja, ja. No. Oh mein Gott, der hat einen Dreizack. Der hat einen Dreizack gedroppt. Als ob. Hast du schon einen? Ich habe schon zwei. Du kannst ihn gerne haben. Nein, das ist nicht dein Ernst. Das war ein Geschenk an dich. Das ist mein Geräusch von Dankbarkeit. Das ist so schön. Ja. Heute ruhiger Stream. Ist, ne? Ja, heute ganz ruhiger Stream, Alter. Ich wollte schon seit langer Zeit einen Rückzugsort in Minecraft haben. Weißt du, wenn du den ganzen Tag arbeitest, dann denkst du dir so, boah, jetzt, oh Gott, jetzt in Minecraft zu meinem Rückzugsort. Ja, ich, ey. Traum. Ey, ich bin da so bei dir, Mann, ich bin da so bei dir. Mach die Fässer als Wände, ja, komplett weiß ich aber nicht, was so geil ist, also. Will ich so ein paar Linien ziehen auf No-Cooks-Basis? Weil man halt so Stützelemente halt daraus macht, weißt du? Genau. Ach, eigentlich können wir doch... Lass uns nur Fässer nehmen und dann machen wir den Rest machen wir aus Glas, Antonia. Was soll's? Und das Ding ist auch, dass dieser Geisteskranke einfach 1 Million Blöcke gerade, also legit halt 1 Million Blöcke weg ist. Oh mein Gott. Es macht's halt so erträglich gerade, Mann. Leute, ich habe das erste Mal wieder Spaß in Craft Attack. Das kann doch nicht sein. Ich musste erstmal die Frau in Minecraft finden. Das Ding ist, ich habe halt wirklich vor, das kann ich jetzt auch hier einfach mal ganz kurz sagen, Leute, mit einem umgebauten Van eine längere Reise zu machen und den Van streamingmäßig auszubauen mit einem Streaming-Setup drin. Der Van soll für 4 Leute sein, soll eine Dusche drin haben und sowas. Und ich bin gerade mit verschiedenen Autoherstellern und auch Van-Leuten im Gespräch, die sowas selber schon mal gebaut haben. Ich habe auch ein paar Homies, die sowas schon mal gemacht haben. Das war mega nice. Das Ding ist, mobiles Internet ist überall gut in Europa, außer in Deutschland. Und ich möchte einfach Europa, ich möchte komplett Europa mal bereisen. Am liebsten würde ich halt erstmal mit Skandinavien im Sommer anfangen oder im Frühjahr, weil Skandinavien halt auch überall Wildcampen erlaubt und das ist ganz nice. Und ja, mal schauen. Einfach mal schauen. Ich fände das eigentlich ganz geil. Ein bisschen rauszukommen. Das ist mega cool. Und wenn ich da halt ein... So, ich kann mir das halt richtig vorstellen. Zum Beispiel bei Take TV haben sie so Barhocker mit diesen Gaming-Stühlen einfach. Und so einen halt als festmontierten Stuhl zu haben, mit 2 Monitoren, das ist ja machbar in einem Van. Weißt du, was ich meine? Da oben noch Mobile-Data, Solarpanel-Kollektoren und sowas. Batterien, die man halt langfristig auflädt und sowas. Das wäre jetzt saugeil. Und ich weiß auch noch gar nicht, Leute, maybe fahre ich sogar alleine mit dem Hund. Das bin ich auch am überlegen, ob ich das mache. Vielleicht nehme ich noch Tobi oder Leo mit, also einen von den Cuttern. Aber ich hatte auch überlegt, ob ich alleine fahre, bin ich ganz ehrlich, weil ich das ganz geil finden würde. Keine Ahnung, so, das ist ja das Ding so. Ich habe jetzt keinerlei, also groß, ich muss da nicht auf Jody sowas hören, weil da kann ich halt einfach jetzt los. So, das ist halt das Gute an der Sache. Also das klingt jetzt voll böse so. So, ich bin sie endlich los, ich kann den Urlaub machen, den ich wollte. Ja, geil, 50.000 Euro, C-Klasse. Nein, so nicht, aber das ist natürlich, wenn man halt einen Partner hat, ist das natürlich immer was anderes, so. Ganz ehrlich, Mann, so bleibende Erinnerung schaffe ich doch, wenn ich verreise, Mann.
Dann sehe ich doch was von der Welt so. Wenn man woanders mal gelebt hab so. Rangers muss dir mal erklären. Du musst auf jeden Fall mal eine längere Zeit auf Madeira vorbeischauen. Das wird dir auch gut gefallen. Ich meine, du warst ja schon zweimal da. Fashion? In Minecraft? Gerne. Oh, das war ein Korb. Unangenehm. Diesen Trip, den wir hatten, so mit Max und so, mit Zeppel, mit Dave, mit Jody. Ich schwör's, das war der geilste Urlaub, den ich bis jetzt hatte. Weil man einfach ungebunden war. Wir haben jeden Tag überlegt, wohin fahren wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und wir mussten uns halt auf nichts einstellen. Wir konnten halt einfach los. Ja, einfach alles entdecken. Das fand ich halt extrem cool, weil man sich halt, wie gesagt, von keinem Ort abhängig machen muss. Oh mein Gott, Patrick ist da. Egal. Der ist 1 Million Kilometer entfernt, Alter. 1 Million Blöcke. Stimmt, und wir, stimmt. Es stimmt. Ist so geil, dass wir gerade unsere Flitterwochen haben, während der weg ist, Mann. Das stimmt. Das haben wir gut getimed, auf jeden Fall. Nimm Trimax mit, Alter. Leute, ich schwöre, ich würde niemals, also mit Trimax auch generell einen Camper zu bewohnen. Trimax ist 90 Meter groß und 400 Kilo schwer. Was meine ich auf No-Joke-Basis? Max ist einfach ein riesiger Mensch. Er ist einfach in allen Dingen ist Max einfach gigantisch, Mann. Der ist einfach groß. Und ich glaube auch, dass dieser Gigantismus sich auf alle Teile seines Lebens ausgewirkt hat, außer auf sein Gehirn. Keine Ahnung, man muss ja Wasser und sowas in so einem Van wechseln und so. Ganz ehrlich, das kriegt Max nicht hin. Ja, also wie gesagt, nächstes Jahr, Leute, komplett mit Zeichen der Reise. Und bei mir auch ganz großes Thema, Streaming-Content-mäßig. Ich habe über Bock, mir ein IRL-Backpack zu packen. Und ich habe richtig Bock auf IRL-Streams. Ich finde, IRL gibt es auch in Deutschland irgendwie noch nicht so krass viel, oder? So, ja, es gibt so ein paar Leute halt so. Die im Backpack unterwegs sind. Nicht so Lappendaddy-mäßig, so, nicht so viel Pablo Latas macht, sondern halt wirklich raus. Also halt wirklich auch mal verreisend und so, ne? Ich habe ein Streaming-Event geplant für nächstes Jahr. Vielleicht da vorbeischauen. Jetzt wollte ich einen Guinness World Record brechen. Wahrscheinlich so Februar. Wollte ich den Guinness World Record brechen für den längsten Minecraft-Stream. Wie lange ist der längste? Nicht lang, 36 Stunden. Nein, jetzt Real Talk? Ja, Real Talk. Funny, geil. Ich bin beworben, habe sehr, sehr lange gewartet, habe mit denen geschrieben und jetzt wird es angenommen. Und jetzt muss ich noch die Planung machen und dann steht das Event. Hä, wie geil. Finde ich sehr lustig. Krass, dass du es durchziehst. Hey, Romata, länger 36 Stunden. Ja, aber es wurde nicht aufgezeichnet und alles, Leute. Es muss halt. Bevor man das macht, muss man sich bewerben. Man kann es nicht im Nachhinein. Das Haus sieht actually ganz cool aus, finde ich. Sieht sehr, 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 sehr nice aus, sehr, sehr relaxed. Sollen wir eine Rutsche ins Wasser bauen, Alter? Wir bauen jetzt eine Rutsche. Oh ja, mach. Antonia, ich habe noch eine Schatzkarte gefunden. Wir können Schatz suchen gehen. Das wäre eigentlich ziemlich schön. So ein bisschen Adventure-Urlaub, weißt du? Du hast deinen Schatz doch schon gefunden, schreibt der Chat gerade auch. Antonia, ich habe auch noch keine Schatzsuche machen. Ich dein Chat ist so süß mein auch. Mein Minecraft-Treasure, Alter. Ah, oh, hier oha. Hier hin die Betten und dann legen wir zusammen rein. Und nackelig machen. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. You may not rest. Also nee, doch, geht. Ah, schön, geht. Alter. Ah, in die Rutsche muss da Wasser rein. Danke, Chat. Gut, dass ihr das sagt. Ich hätte jetzt ganz vergessen, dass in die Wasserrutsche noch Wasser rein muss. Oh, wir haben eine Wasserrutsche, Antonia. Hui! Das macht so viel Spaß. Ja. Es macht so Spaß hier. Sieht halt echt eigentlich ganz geil aus mit dieser Rutsche dran. Ihr seid doch allein wie so Klamotten, fragt Tracy. Da hat sie recht, liebe Tracy. Hast du eigentlich recht. Geile Rutsche, Alter. Geil, Mann. Geil. 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 Geil ist das richtige Wort, Leute. Ey, das sieht wirklich gut aus, wenn man jetzt von hier guckt. Ist schön. Manta, ich schwöre, lol. Okay, pass auf. 30 Blöcke, wer hier oben? Ich mach's jetzt. Und wenn ich verkacke, dann bin ich ein Bot. Ich mache jetzt ein Water-MLG von 30 Blöcken höher. Und hoffe, dass ich den schaffe. Weil ich dafür jetzt 100 Euro bekomme, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Okay, Alter. Wenn ich jetzt sterbe, Leute, saupeinlich, ne? You can do it. Wow, er hat's richtig geschafft. Nee, hab ich nicht. Ich hab trotzdem, trotzdem Schaden bekommen. Versuch's nochmal. Auch mal. Hier. Es ist der Server, Mann. Okay, jetzt mache ich uns eine Palme. Ist wirklich sehr schön. Also, einfach nur toll. Einfach nur toll, Leute. Mann, es ist einfach nur schön hier, Leute. Da kann man auch mal einfach Ausrufezeichen Prime in den Chat schreiben. Oder? Sieht ein bisschen aus, guck mal, sieht ein bisschen aus wie so ein Gesicht. Das Haus? Aber ein süßes. Ja, wenn du von hier aus guckst, dann guckst du dieses obere Ding an. Ja, ich sehe das süße Gesicht. So schön. Ich find's schön. Antonia, ist das nicht ein tolles Urlaubsparadies hier? Wie wollen wir es nennen? Geil, geil, ja. Fesch. Passt. Also Leute, es ist wirklich sehr schön hier geworden. Man kann es nicht anders sagen. Es ist einfach ein Traum eines Hauses geworden. Ja, was soll ich sagen, Chat? Also einfach nur toll. Heute wirklich ein ganz ruhiger Stream, Mann. Also es sieht einfach echt geil aus. Ich bin voll zufrieden damit. Mal wieder komplett planlos drauf losgeworden. Es ist wieder ein absolutes Traummeisterwerk geworden, Leute. Ich bin an der Stelle für heute raus. Ich küsse eure Augen und wir sehen uns dann, denk mal, morgen Nachmittag oder morgen Abend wieder. Morgen? Je nachdem, wie ich da bin. Ja. Und morgen wird hier gerollfescht. Morgen wird gefescht. Ja, Mann. Dann sind wir für heute durch, Leute. Macht's gut. Ja, morgen. Tschüsschen.